musicandstuff.de. Hallo, Nemshow 2016. Hier Meinelstand. Ich bin Norbert Zähmann und ich zeige euch jetzt, was wir dieses Jahr an Neuigkeiten haben. Zum einen haben wir hier in der Byzanz Dual-Serie zwei neue Zugänge. Einmal ein 16-Zoll Dual-Crash und ein 10-Zoll Dual-Splash. Die Dual-Serie haben wir ja letztes Jahr schon vorgestellt. Der Erfolg gab uns recht und aus dem Grund haben wir zwei neue Modelle. Sehr dünne Becken, sehr schnell in der Ansprache, nochmal ein extra abgedrehter dünner Rand, was den ganzen Klangcharakter nochmal unterstützt. Ich spiele sie mal kurz an, hoffe man kann es ein bisschen hören. Sehr kurze Sounds, tolle Effektbecken, auch hervorragend zum Stacken geeignet. Weiter im Programm haben wir hier aus der Byzanz Vintage Pure Serie ein 16 Zoll Hi-Hat. Bisher erhältlich war 14, 15 Zoll. Dieses Jahr haben wir dann nochmal aufgestockt, hier mit einer 16 Zoll Version. Hier haben wir drei tolle Becken aus der Byzanz Dark Serie. Zum einen ein 20 Zoll Dark Crash, was nochmal eine Erweiterung ist, eine zusätzliche Größe, zusätzliche Soundoption bietet. Hier zwei schöne Rides, einmal ein 20 Zoll Big Apple Dark Ride und ein 24 Zoll Big Apple Dark Ride. Wie bei allen Big Apple Rides, auch hier haben wir eine relativ kleine Glocke. Grund ist der, das gibt ein bisschen so einen Flat Ride Charakter. Das Becken ist generell sehr dünn gehalten, gibt eine sehr schöne Stockansprache. Gerade wenn man leise spielt, ein bisschen softer spielt, ein sehr unaufdringlicher Sound. Super geeignet für kleine Clubs, softes Spiel in so Jazzläden und so. Wunderschönes Becken. Sehr dünn, darum wenn man ein bisschen stärker zulangt. Wunderschön runder, weicher Crash-Sound auch. In der Byzanz Vintage-Serie auch hier ein neues Becken. Ein 10 Zoll Trash Splash, Byzanz Vintage, sandgestrahlte Oberfläche, was dem Ganzen einen sehr rauchigen, rauschigen, trashigen Charakter gibt. Zusätzlich die Löcher unterstützen diesen Charakter nochmal. Dadurch auch nicht sehr laut, eher sehr leise. Super geeignet auch für Percussionisten, das mit der Hand anzuspielen. Hier haben wir ein 18 Zoll Byzanz Tradition Light Crash aus der Jazz-Serie. Das ist das erste Crash in dieser Serie. Bisher gab es nur Ride-Becken. Sehr dünnes Becken mit einem speziell abgedrehten Rand. Auch sehr gut als Ride zu gebrauchen. Sehr dunkler Klangcharakter. Ergänzt die Serie ganz hervorragend. In unserer Classics Custom Dark Serie haben wir vier Neuzugänge. Zum einen das 22 Zoll Dark Crash Ride, auch ein 21 Zoll Dark Crash gibt es jetzt und zwei Effektbecken, ein 18 Zoll Dark China und ein 10 Zoll Dark Splash. Diese Becken, wie alle Classics Custom Dark Becken, eher für härtere Gangart geeignet, Hard Rock, Heavy Metal. Sehr laut, sehr aggressiv im Sound. Machen auf jeden Fall ganz schön Alarm, wenn man die spielt. Auch das Splash. China. Also ihr hört schon, eher für die härtere Gangart geeignet. Das waren die wichtigsten News bei uns für dieses Jahr. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Viel Spaß beim Auschecken und bis zum nächsten Mal.